Josenmatrosen, euer Re hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer Folge Replays Resammelt. Ja, heute haben wir einen Flohmarkt, und zwar einen Garagenflohmarkt im Stadtteil Johannes in Nürnberg. Da habe ich früher gewohnt. Und ja, da fahren wir jetzt hin. Es sind sonst keine Flohmärkte. Das heißt, es wird dort doch recht viel Konkurrenz geben, nehme ich mal an. Deswegen bin ich ein bisschen früher losgefahren. Das Ganze fängt um 10 an. Wir haben jetzt kurz vor 9. Ich werde 10 nach 9 sowas in der Richtung dort sein. Und werde einfach schon mal schauen, ob jemand am Aufbauen ist und höflich nachfragen. Ne, schon mal, wie sieht's aus? Haben Sie was im Keller? Gaming-bezogenes. Und dann schauen wir einfach mal, ja? Und eigentlich wäre der Damian dabei gewesen, aber wir haben ein kleines Kommunikationsproblem gehabt vor einer Woche. Was? Deswegen ist er jetzt gerade anderweitig beschäftigt, aber vielleicht kommt er noch hinzu im Laufe des Videos. Naja, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Die Mütze ist gewaschen, der Geldbeutel ist prall, mehr oder weniger. Die Konkurrenz ist groß, aber egal. Wir gehen jetzt auf den Hofflohmarkt. Let's go! So, Freunde, wir sind da. Ein wenig früher als geplant, aber ich sehe da schon ein Haus, wo die Ballons draußen hängen und die Tür ist auf. Vielleicht können wir schon rein. Ich spähe mal kurz drüber, so, warte. Ja, gehen wir mal rein. So, das war jetzt natürlich nichts. Also die waren noch am Aufbauen und sie sagten auch, ja, es geht erst um 10 los. Ich denke mal, vor 10 wird es halt echt schwierig. Naja, aber egal. Ich zeige euch hier mal kurz meine alte Gegend. Ich habe vielleicht einen Kilometer Luftlinie mehr in diese Richtung gewohnt, aber das ist so meine alte Gegend hier. Und ja, ich muss sagen, ist schön auf jeden Fall. Für ein Großstadtviertel ist es doch auch schön ruhig. Also wenn man hier eine Wohnung erwischt, wo das Schlafzimmer vielleicht nach hinten rausgeht, dann passt es. Es ist auch nachts hier, muss ich sagen, wirklich für eine Großstadt chillig ruhig. Naja, wir suchen weiter. Let's go. Arme Frau, hat schon... Lüstewohl hat schon gefragt, heute kommt sie wieder. Ja. Die ist nicht ganz fit, das ist ne? Die Nachbarin, ne? Okay. Was kostet da ein Spiel? Ich weiß nicht. Das, welches haben noch die. Die alten Preise? Die alten Preise, genau. Genau, und was sind die neuen Preise? Die neuen Preise sind gleich. Weiß nicht, 10 Euro? Oh. Oder? Das ist ein bisschen viel. Wie viel? Kennen Sie? Muss ich mal schauen. Nee, das. Eigentlich war es Crap. Ich weiß nicht, was du damit willst. Ja, das habe ich im Angebot. Okay. Oder die halt, aber dafür der Joystick. Achso, der. Aber funktioniert auf jeden Fall. Ja. Was wollen Sie dafür? Mit Spiele? 10 Euro. 10? Ja. Mach mal. Ja, that's a nice fine. So, soweit alles dabei. Ja, also alle Anschlüsse und dann sogar diese Mikros und so, weißt du. Und dann hat sich weg und so. Ja, fünf Fünfer nehme ich mit. Ja, Fünfer nimmst du das mit? Ja. Wahnsinn. Okay. Davon wurde mir schon berichtet. Aber vom Preis auch. Was würdest du denn vorstellen vom Preis? Den Karton hast du nicht mehr dafür, ne? Philipp, hast du den Preis? Aber das Ladekabel, ne? Ja. Ja, das ist Standard.
Oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, das ist gar nicht mehr, das ist so komisches Extra-Zeug von Pete Fischer. Was nimmst du für den Film? 1 Euro. Standard Edition Wii. Hm, schade. Wii U hätten auch noch da. Also die alles an Konsolen. Ist jetzt gerade da. Achso, da geht's weiter. Okay. Alles ohne Verpackung, ne? Nee. Yep. Von der Wii U habe ich sie leider auch. Was kosten die Spiele? Welches würde dich denn interessieren? Also das mit Gesang ein bisschen teurer, weil du musst natürlich das Mikro mitnehmen. Ansonsten, was wäre sie dir denn wert? Die zwei? Philipp, was sagst du? Gar nicht so viel drüber nachdenken, einfach was raushauen. Nochmal. 25? Für beide. Für beide? 30 für beide. Nee. Was würdest du zahlen? Was willst du für die Vita nochmal? Für die Vita 80. Mit Karton, ja. Ohne. Kein Strom drauf. Doch, ist schon drauf, aber der. Ah, ja, braucht ein bisschen, ne? Gerade eben da war, hat irgendwie keine Ahnung, die ausgeschaltet. Also. So ein. Ach, wir hatten sogar auch noch Super Mario Kart für die Wii erinnern. Da wollte ich dich, wusste nicht, ob du deine Wii verkaufst. Deswegen gibt es schon noch immer. Ist das alles deins oder euers? Ja, unseres. Euers. So ein bisschen Gemeinschaftskasse. Ja, okay. Was? Machen wir mal dafür ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. So Mafia-Style. Pate. Wenn wir sagen, die Spiele. Was würdest du. Ja, es müsste. Also, die beiden Spiele sind theoretisch meine, das sind seine. Ich weiß nicht. Was würdest du für die beiden Spiele zahlen wollen? Sag mal so aus dem Bauch, ja. Für die Spiele? Ja, für die beiden. Ein Zehner zusammen. Maximal. Zusammen 10er. Ja, maximal. Mehr nicht. 15? 10. Die Reduktion hat sonst, auch wenn ich die extra verkaufe, den Gesamtpaketpreis natürlich. Das ist. Und so eine, das ist gut möglich. Für alles 80. Das will PS Vita, dieses komische andere PSP. Für alles 40 würde ich machen. Nee. Ich weiß, es klingt, aber das mehr ist es mir nicht wert. Einfach. Ja, ja. Mehr ist es mir nicht wert. Also den nehme ich auf jeden Fall für einen Euro mal mit. Ja, den kannst du nehmen. Und wie gesagt, die 12 für 10er? Nee? 10er. Okay, kein Problem. Hä? Darf ich nehmen? Ja, nehmen wir fertig. Okay. Tschüss. Tschüss, tschüss. Also. Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Wie hört sich 25 an für alles? Hört sich gut an, ja. Okay. Jose Matrose. NES halt, ne? Ja, 5 Euro ohne Gewehr. 5 Euro? Ohne Gewehr. Mach mal. Ja. Okay. You got it for how much? What? What? Leute, was war denn das? Was war denn das für ein Fund? Okay. Ganz ruhig, alles zu seiner Zeit. Wow. Ich bin jetzt 4 Stunden unterwegs, mir tut alles weh. Ich glaube, ich habe einen Sonnenstich, aber das hat sich voll gelohnt. Ihr habt es gesehen. Ich komme auch gleich dazu, was genau in dieser Tüte drin war. Ich habe aber noch ein paar andere Sachen gefunden. Ich weiß gar nicht, was ich alles auf Video habe und was nicht. Also verzeiht mir, wenn da nicht alles drauf ist. Und verzeiht mir auch, wenn ich
heute kein Gameplay einblende, es ist zu viel. Ich kann nur sagen, Hofflohmärkte is the shit. Ist das Beste, was es gibt, ey. So, los geht's. Für 1 Euro den Boohoo hier gefunden. Da, der leuchtet wohl. Da kann man Batterien reintun. Für 1 Euro. Ja, cool. Dann gab es für 5 Euro, das habt ihr vorhin schon gesehen, Unravel und Unravel 2 im Doppelpack. Sehr nice, auch in gutem Zustand. Ist so, geht so für 17 Euro, also für einen Fünfer nehme ich das gerne mit. Dann gab es für 3 Euro, und die sind beide noch sealed, einmal Destiny 2 Forsaken Legendary Collection. Da ist der zweite Teil drauf und 2 Erweiterungspacks. Wie gesagt, ist noch so gut wie sealed, da unten hat es einen kleinen Einriss, aber für 1,50 Euro sozusagen. Und dann gab es noch Stranded Sails, Explorers of the Cursed Island. Wie gesagt, die beiden gab es für zusammen 3 Euro. Mega. Ja? Und das ist auch noch sealed. 3 Euro. Dann für 1 Euro ein Ghostbusters für die PSP, eine UMD. Der Kollege da hatte noch mehr, der hatte eine Wii U. Der hatte eine Vita, der wollte aber 65 Euro, ja, ein bisschen nicht so, also wenn ihr den Rest gesehen habt, ne? Heute ist 5 Euro Tag. Wie gesagt, das Ghostbusters, erster Teil, sehr geil, UMD, für, also das ist ein Film, ne? Für die PSP, ist kein Spiel, ist ein Film. Apropos Filme, für 50 Cent auf VHS gab es jeweils zum einen In einem Land vor unserer Zeit und einmal Hook. Beide für auf VHS. Mega. Er wollte erst 1 Euro für einen und hat er gemeint, komm, such dir noch einen aus. Und da sehe ich gerade, dieser Hook ist ganz schön wellig da hinten. Was ist das? Naja. Ist wie es ist. Tut mir leid, wenn es von der Seite da gerade, keine Ahnung, was da einer gerade rumbohrt. Naja. Ich störe hier mein Video, ey. Dann gab's, habt ihr vorhin schon gesehen, alter Schwede, für 5 Euro eine PS2 Slim. Gar nicht geschaut, ob da noch was drin ist. Nein, ist nichts drin. Sie hat gesagt, sie weiß nicht, ob sie geht. Ist eine silberne Slim. Einige Memory Cards, Controller, Mikrofone, alles Mögliche. Der silberne Controller ist dabei auf jeden Fall. Und dann gab es noch dazu SingStar, iToy, Kinect. Ja, gut, FIFA 08, FIFA 09. Das sind halt Hüllenspender. Aber SingStar, dann gab es SingStar Rocks, SingStar Summer Party, SingStar die größten Solo-Künstler, I Need for Speed Pro, sehr geil, noch ein FIFA 10 und ein SingStar Deutsch Rock Pop, also für 5 Euro, wer sich ein bisschen auskennt, die SingStars sind das locker schon wert und es ist gutes Tauschmaterial, SingStar ist immer, ja, kann man mal schön tauschen. So, dann geht's weiter mit der PS3. Das ist die, ist das die Super Slim oder die Slim? Weiß ich jetzt auch gerade nicht auswendig. Bin jetzt ein bisschen blöd. Das ist auf jeden Fall die, die man oben, kann man die so schieben. Und das ist die 12 GB Version. Gab's für 10 Euro. Ja, und da waren noch ein paar Games dabei. Und es waren die Games schon locker alleine wert. Und zwar haben wir hier einmal Assassin's Creed Heritage Collection, Gran Turismo 5, Call of Duty Modern Warfare 3, und ein Call of Duty Black Ops 2. Mega. Beide Call of Duties fehlen mir, glaube ich, sogar noch in der Sammlung. Zum Call of Duty Full Set. Ja, ich muss mal anfangen, die Kampagnen alle mal zu spielen. Der Jansel spielt immer die Kampagnen und meint, es ist mega geil. Aber hey, 10 Euro, ne? Selbst wenn die nicht geht. Controller war leider keiner dabei, aber alle Anschlusskabel. Von daher 10 Euro. Psch, komm schon. So. Dann gab es für 5 Euro das Stück. Auch sehr geil. Mega.
endlich auf der Switch das SnowRunner. Ich habe es zwar für die PS5, aber ich will trotzdem die Switch-Version haben. Ich liebe die Spiele einfach. SnowRunner, mega geil. Dann, sehr cool, Descenders. Ja, dieses ist ein Downhill-Game, was auch ziemlich gefeiert wird. Wie gesagt, pro Spiel ein Fünfer. Dann gab es Super Mario Galaxy. Das ist auch komplett, das ist ja in der Nintendo Selects-Version. Aber egal, ist alles da. Dann gab es einmal Super Mario Bros. Wii in der Nintendo Selects. Da fehlt leider die Anleitung. Und noch zum Schluss, auch da fehlt glaube ich die Anleitung, ja, ein Mario Power Tennis. In dieser New Controls Edition, wie auch immer. Ja, 25 Euro. Mega, geil, 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 geil. Also, ach, wirklich geiler Tag. So, jetzt kommen wir schon fast zu dem Highlight. Und ich habe selber noch nicht richtig reingeschaut, was da alles drin ist oder dabei war. Aber zum Schluss gab es noch für 4 Euro zusammen einmal die Uncharted Collection für die PS4. Und einmal sehr geil, da habe ich mich mit Jansel gestern noch drüber unterhalten, denn dieses Spiel hat jetzt einen Switch-Release bekommen, kostet aber, bei Super Rare kostet dann aber mit Versand um die 45 Euro oder so. Und das Spiel gibt es neu für die PS4 für rund 15 Euro. Online im Switch eShop kostet das immer noch 29,99. Ich hätte es gern für die Switch, aber was soll's. Einmal Strange Brigade und das ist eigentlich eher ein Multiplayer-Game. Man kann es alleine spielen, aber im Multiplayer soll das doch ein bisschen mehr Spaß machen. Egal, für 2 Euro nehme ich es gerne mal mit und schau mal, wie das alleine zu zocken ist. Ja, wie gesagt, die beiden gab es noch für 4 Euro zusammen. Ja, mega. So Leute, jetzt geht's los. Ich sag dazu eines. Ich bin da rein und bei Hoflohmärkten, das erste, was ich mache, bevor ich überhaupt groß gucke, was die Leute haben, ich frage immer gleich, ich suche alte Videospiele. Ja, und als ich da rein bin in diesen Hinterhof, da meinte die, ja, ich habe noch, aber das sind wirklich so alte Nintendo-Sachen. Ich so, ja, die suche ich auch. Ah, okay. Ja, aber das sind NTSC-Spiele. Ich so, egal. Und dann dachte ich mir, ja, okay, cool, mal schauen, was hier rauskommt. Aber wenn sie schon kommt und sagt so, ja, das sind NTSC-Spiele, dann weiß ich schon, was sie hat. Ne? Weil, naja, auf jeden Fall, sie kam raus und ich konnte die Kamera nicht mal so schnell anmachen. Hat sie gemeint, hier kannst du haben, 5 Euro. Dann habe ich ja extra die Kamera nochmal angemacht und sie nochmal gefragt, damit ihr das seht. 5 Euro? Dann hat sie gemeint, ja, 5 Euro, habt ihr ja gesehen. So, für 5 Euro gab's einmal RC Pro-Am. Tetris. Star Wars. Dr. Mario. Unfassbar. Unfassbar. NES Play Action Football. Dann das rote Turtles 2, die Arcade Game. Da gibt es noch das lilane. Das ist das rote. Dann das 3-in-1 Modul. Unfassbar. Dann gab es einmal das NARC. Das kenne ich glaube ich gar nicht. Dann ein Wizards and Warriors. Dann ein, das kenne ich auch nicht, Orb 3D. Ein Orb 3D? Nie gesehen. Dann ein Tecmo Bowl. Ich glaube, das wird geschimpft als bestes Football auf dem NES. Dann sehr geil ein Captain Skyhawk. Hammerhart. Captain Planet. Oh, da ist ein Aufkleber drauf. NC0199. Keine Ahnung. Bionic Commando von Capcom. Und es geht noch weiter. Es geht noch weiter, Freunde. Hammerhart. Geil, geil, geil. Ein Ninja Gaiden. Gaiden. Mega geil. To the Earth. Star Trek. Mit dem alten Team natürlich. Was heißt natürlich?
So. Achso, ja. Die Pumuckl-Kassette habe ich mir noch gekauft für 10 Cent, 20 Cent oder so. Ist Folge 1. Ja, sehr geil. So, und dann haben wir noch ein Where in Time is Carmen San Diego? On Carmen Game. Und zum... Nochmal. Ninja Gaiden. Krass. Und da steht hinten drauf Sergeant Johnson. Krass. Mein Vater war auch ein Sergeant damals in der Armee. Also, ein, zwei... Ja, tatsächlich, das ist doppelt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 NES Games für 5 Euro. Ja, schade, dass der Damian heute nicht dabei ist und das gesehen hat. Ja, leider kein Damian heute. Nächstes Mal vielleicht. Leute, das war's. Das war's. Ich bin mega happy. Ich weiß gar nicht mal, ob ich alles durchstöbert habe und so. Man hat auch die obligatorischen, ja, da war einer vor ihm da. Ja, ich habe noch eine Sega, ja, ich habe noch eine Nintendo, aber die behalte ich. Und so weiter und so fort. Und einfach nur geil. Leute, egal, ich bin raus. Ich bin raus heute, ich bin bedient. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe jetzt Urlaub, das heißt, kommen vielleicht ein paar mehr Videos hier und da. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Leute, stay safe, passt auf euch auf. Euer Reed.